Dritte Folge von City Skylines. Ich würde mal SimCity sagen. Werde ich hier gleich geköpft. City Skylines, natürlich nichts mit SimCity, auch wenn es eine Simulation ist. Wir haben den ersten Meilenstein erreicht in der letzten Folge. 760 Bewohner. Jetzt gucken wir mal, was der nächste Meilenstein ist. Meilenstein 2 bei 900 Bewohnern. Oh, da vergrößert sich das Gebiet. Ha! Da habe ich am Anfang ein bisschen gerade geguckt. Ich dachte, ein Kritikpunkt bei SimCity war ja die kleinen Gebiete. Und das sah auf der Map eben auch so aus. Aber man sieht's, je mehr Meilensteine ich erreiche, umso größer wird meine Stadt. Und das ist ja mal der Hammer. Sehr gut. Größere Gebiete. Außerdem kriegt man Sachen wie Stadtviertel dazu. Spezialisierte Bereiche anscheinend. Okay, es gibt Richtlinien, es gibt mehr Darlehen, es gibt Industriespezialisierung, es gibt Dienstleistungsrichtlinien. Feuerwehr, Polizei, einzigartige Gebäude, Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Stromverbrauch, Wasserverbrauch, neue Sachen. Es gibt neue Gebäude, okay. Es kommt also einiges dazu, wenn ich den nächsten Meilenstein erreiche. Sehr, sehr cool. Freut mich. Also, gibt genug zu tun. 900 Einwohner ist die nächste Sache. Dann wird mein Einzugsbereich größer. Und das ist ja extrem wichtig, weil es geht mir eigentlich nur um eins. Ich will irgendwann den Strand erreichen, weil das ist ja wohl das Ziel, im echten Leben als auch da. Okay, irgendwo hat ein Solarkraftwerk seinen Betrieb aufgenommen. Nicht bei mir. Bei mir gibt es so einen Scheiß nicht hier, Öko-Scheiße. Ich habe ein Kohlekraftwerk, das ist super, das stinkt. So muss das sein. Achso, wir haben die neuen Gebäude. Dann kümmern wir uns doch mal darum. Und fangen doch mal an mit Müll. Und lesen das auch mal kurz durch. Ich pausiere mal wieder das Spiel, damit wir die neuen Gebäude auch immer richtig verstehen und benutzen können. Es mich ärgert das immer noch. Das ist ein kleiner Fehler. Vielleicht, falls jemand von Paradox zuguckt, oder vielleicht gebe ich das nochmal als Feedback an die Entwickler. Das ist schade, dass die deutschen Beschreibungstexte nicht in das Fenster passen. Ich spiele es ja auf Deutsch. Und ich habe die Vermutung, dass das einfach so vorgefertigt ist. Kein Scrollbalken hier drin. Und man sieht es, der deutsche Text hört einfach mittendrin auf. Das ist ganz schön scheiße. Aber dann lesen wir erstmal den Text, den wir lesen können. Bauen Sie zur Müllverwaltung eine Mülldeponie oder eine Müllverbrennungsanlage. Da die Abfallwirtschaft aber Umweltverschmutzung verursacht, sollten die Einrichtungen weit entfernt von Wohngebieten errichtet werden. Müll, der sich in Wohngebieten auftürmt, führt im Laufe der Zeit ebenfalls zur Umweltverschmutzung. Sorgen Sie also dafür, dass Sie genügend Mülleinrichtungen haben, Mülldeponien und Müllverbrennungsanlagen, schicken Müllwagen aus, um den Müll abzuholen. Sorgen Sie dafür, dass Sie in der Stadt gut vorankommen können. Bei guten Verbindungen mit großen Straßen kommen Müllwagen schnell in den benötigten Gebieten an, würde ich mal denken. Also wir können zwei Sachen bauen. Wir können eine Müllverbrennungsanlage bauen, aber erst, wenn wir 7500 Menschen haben. Ansonsten können wir eine Mülldeponie bauen. Die macht keinen Lärm, aber ordentlich Dreck. Ich würde mal sagen, die baue ich einfach direkt neben das Kohlekraftwerk. So, die Straße mal bis ans Ende der Map hier gerade. Dann setze ich direkt daneben die Mülldeponie. Geht nicht. Dann halt auf die andere Seite. Ist eh eklig hier. Bump. Ganz kurz gucken, ob der Strom noch weitergeleitet wird. Ich glaube fast, dass hier der Strom nicht mehr weiter ist. Also muss ich noch einmal hier 1 Meter weiter. So. Sehr gut, der Strom geht weiter. Hier ist jetzt die Mülldeponie. Gehen wir mal auf den Mülltab. Dann sieht man es schon. Ich lasse mal die Zeit wieder laufen. Garbage. Taking out the trash. So geil, diese Tweets halt. Oder die Chirps, wie es ja richtig heißen muss. Also, wir haben. Die Mülldeponie ist 0% ausgelastet. Müllverbrennung haben wir ja gar nicht. Den Text kann ich nicht lesen, weil es weiß auf hellblau ist. Super. Das ist die beste Idee aller Zeiten. Weiße Schrift auf hellblauem Grund. Danke dafür. Ganz raus. Also die Kapazität ist 8 Millionen und im Moment ist 0 verbraucht. Ich gehe ganz nah ran, gerade an dem Bildschirm. Müllproduktion 11.300 Einheiten pro Woche. Wir haben 8 Millionen, okay. Gut, gut, gut. Also die füllt sich halt jetzt langsam, diese Mülldeponie. Es ist witzig, dass sie schon direkt zum Start mit Müll geliefert wird. Ist natürlich sehr effektiv, wenn ich eine Mülldeponie baue, gehört zum Lieferumfang Müll mit dazu. Danke dafür. Nun wurscht. Wir brauchen weitere Wohngebiete und Industrie. Und wie gesagt, Industrie will ich einfach hier hinten ansiedeln. Ich habe ja schon sehr großzügig gebaut von den Straßen, immer weiter als die Einfassung ist jeweils. Ich kann ja einfach mal auch eine Straße rüberziehen. 1, 2, 3, 4. Ich könnte einfach mal hier eine Straße rüberziehen. Drumherum.
Nee, sogar ab hier und dann überlappt sich das da. Könnte ich sogar noch, kann ich hier noch ein Stück nach rechts eigentlich? Nee, dann überlappt sich das zu viel. Gibt es eigentlich einen Hotkey dafür, für die Straße? Das wäre eigentlich ganz praktisch. Ach, das hier ist mal auch, dass so blöd abgerissen wird, dass es gerade nicht passt. Egal. Dann, hier Industrie, hier Industrie. Hier, Strom schon wieder. Ist ja gut. Ne. Hier so, Strom. Und wir brauchen mehr, mehr Wohngebiete. Ich kann ja mal langsam den Test machen. Wir können ja mal anfangen, Sachen zu testen. Das ist natürlich wahnsinnig ineffektiv irgendwie, was ich am Anfang gebaut habe. Aber es ist natürlich oft so, wenn man eine Stadt neu anfängt oder ein Spiel vor allem komplett neu anfängt und keine Ahnung hat, dass man da Sachen falsch macht. Ich mache mal ein Upgrade von der Straße. Dann gucke ich mal, ob sich das Einzugsgebiet verändert. Das würde mich mal interessieren. So, ich tatsächlich hier diese Straße upgrade. Okay, keine Verbesserung möglich. Ah, guck an, dann hat es tatsächlich einen weiteren Einfluss, Einzugsgebiet. Und es wäre... Okay, hier ist dann die tausendspurige Autobahn. So schlecht wäre es eigentlich nicht. Ist natürlich immer blöd, wenn gerade die Anbindung... Ne, vielleicht reise ich ja später alles nochmal ein. Vielleicht baue ich einfach auch mal hier, bevor ich ein Upgrade mache. Testweise mal mit einer größeren Straße weiter. Ist natürlich immer geil, wenn das Nadelöhr direkt am Eingang ist. Alles richtig gemacht, Helly. Aber wie gesagt, wenn man ein Spiel neu anfängt. Ich baue mal hier eine größere Straße, einfach mal um zu sehen, wie die aussieht, ne? Das können wir einfach machen. Achso. So, einfach mal so ein bisschen in die Richtung. Nicht übertreiben. Zack, zack, zack. Und mal so eine größere Straße. Das wäre hier am Anfang wahrscheinlich sinnvoller gewesen. Ja. Aber... Was soll's? So, was wollen die hier? Das kommt aus dem Modus raus. Was ist das hier für ein Bedürfnis, was die da haben? Krank. Ah, Krankheit. Natürlich, Krankheit. Ah, Krankheit. Also, wir haben jetzt die von den neuen Gebäuden ja schon mal die Müllversorgung geklärt. Jetzt kümmern wir uns mal um das Gesundheitswesen. Lesen wir erstmal den abgeschnittenen Tooltip wieder. Und der abgeschnittene Tooltip sagt... Zur Beibehaltung der Bürgerzufriedenheit müssen Sie dafür sorgen, dass es genügend medizinische Einrichtungen gibt und dann diese Gebiete über gute Verkehrsverbindungen und dann diese über... Ich habe manchmal gedacht, dass ich falsch gelesen habe, aber es steht auch im doofen Deutsch da. Und dass diese Gebiete über gute Verkehrsverbindungen verfügen. Dann diese... Achso. Probleme wie Umweltverschmutzung, Kriminalität und kontaminiertes Wasser reduzieren die Gesundheit ihrer Bürger. Kranke Bürger werden von Krankenwagen abgeholt, können die Krankenhäuser aber auch mit ihren Privatautos erreichen. Ungeachtet dessen, wie gut ihre Gesundheit ist, altern ihre Bürger schließlich und sterben. Die lebenden Bürger möchten ihre Lieben auf ihre Aufwertung machen. Dafür ist ein Friedhof als Grabstätte in der Stadt unerlässlich. Friedhöfe und Krematorien kümmern sich um die Verstorbenen und lassen sie glücklich in den Himmel kommen. Genauso sieht es nämlich aus. Also, wir fangen mal an mit einer Arztpraxis. Arztpraxis sind medizinische Einrichtungen, bla bla bla. Die verbrauchen Wasser und Strom und haben 100 Patienten Kapazität. Okay. Haben die ein Einzugsgebiet oder wie funktioniert? Ah, da sieht man es ja. Ah, okay, sehr gut. Man sieht, je nachdem wie gut die Straßen sind wahrscheinlich auch, wie das Einzugsgebiet ist. Da sollten wir nochmal kurz gucken, wo denn überhaupt Menschen leben. Hier, hier, also hier ist grün, hier ist grün, hier ist grün. Und dann... baue ich das mal hier so an die Ecke, würde ich sagen. Vielleicht hier so. Den Kreisverkehr. Die Arztpraxis. Ne, geht nicht. Das gefällt ihm irgendwie nicht. Vielleicht hier so hin. Und dann werden die hinten die Menschen zwar nicht versorgt, aber um die kümmere ich mich dann schon noch. Wollen wir mal hier... hier eine Arztpraxis hin, oder? Ja, guck, wie die Leute sich freuen. Bis dahin. Ne, die freuen sich nicht mehr. Die wohnen halt falsch. Kann ich auch nichts für. Sehr schön. Die Arztpraxis hat noch keinen Strom. Mal doch jetzt, ich dachte gerade. Strom hat sie ja wohl doch. Wasser auch, Strom auch. Das sieht gut aus. Dann kümmern wir uns mal um das letzte neue Gebäude, was wir bekommen haben. Und das ist
Bildung. Zur Bildung lesen wir auch noch eben was. Kinder benötigen Grundschulen, Jugendliche besuchen die Oberschule und junge Erwachsene können sich an Universitäten fortbilden, sofern eine verfügbar ist. Die Ausbildung ist abgeschlossen, wenn ein Bürger, während er in einer Schule registriert ist, die Altersgrenze überschreitet. Sie sehen also, Bildung dauert einige Zeit. Das ist ja praktisch. Das muss dann echt mal auch so sein. Man muss nur registriert sein und eine Altersgrenze überschreiten und schon kriegt man eine abgeschlossene Ausbildung. Muss praktisch nur an der Uni sein, während ich 25 werde und zack, kriege ich mein Diplom. So muss das sein. Ein funktionierendes Schulsystem bringt gebildete Erwachsene hervor, die technologisch hoch anspruchsvolle Arbeitsplätze in der Industrie und in Büros ausfüllen können und so die Technologiestufe der Stadt erhöhen. Achten Sie bei der Platzierung eines Gebäudes darauf, welche Gebietsgrößen die vorhandenen Straßen effizient versorgen können. Also, dann fangen wir doch mal an mit der Grundschule. Man sieht wieder hier anhand der grünen Streifen, wie weit die geht. Und ich setze sie einfach direkt neben die Arztpraxis. Dann weiß ich, dass das direkt nebeneinander ist. Hier vorne werden die wieder gut versorgt, die da hinten werden nicht versorgt. Tja, Arschkarte gezogen. Kann ich auch nichts dafür. Ich habe eben gelesen, no homoschooling. Ich dachte schon, was ist das denn? Aber no more homeschooling. Na gut. Kein homoschooling. Ist auch okay. Sondern können wir ruhig mal hier die Gebiete mal hier vorne als Wohngebiete ausweisen. Die sind ja auch schön. Kann ich mal hier das Tool nutzen. So, zack. Die sind ja schön in der Nähe von der Arztpraxis und von der Schule. Das heißt, das sind sehr lohnenswerte Wohngebiete und warten einfach, dass sich drauf die Leute draufstürzen. So, ich guck mal ganz kurz in den Twitch-Chat. Ob da irgendwas Wichtiges steht. Twitch-Chat sieht okay aus. Okay, die Leute siedeln sich an, das ist hoher Bedarf an, an Wohngebieten. Das sieht alles ganz gut aus. Wir haben kaum Geld. Ich will eigentlich ungern ein Konto, ein Darlehen aufnehmen. Wir können ja mal gucken, wie das aussieht. Wir geben monatlich 2000, nee, wöchentlich ist glaube ich, genau, wöchentlich 2100 aus. Wir nehmen aber 2600 ein, also wir sind leicht im Plus. Ich kann dann schon nochmal was aufnehmen. Ach, stimmt, durch den Meilenstein, das können wir eben mal kurz angucken. Wenn ich das wüsste, wo ich das angucke, da. Mit letzten Meilenstein habe ich ja Steuern auch, den Steuern-Tab freigeschaltet, dann nutzen wir das doch auch mal. Steuern, gehen wir mal kurz rein. Okay, stopp. Ah, nochmal ganz kurz Stress, Pause, kriege ich ja gleich wieder Angst. Wer hat denn kein Wasser? Ach, die hier. Die hier wohnen, haben noch kein Wasser, dann. Das wollen wir natürlich verbessern. So, tut mir leid. Kriegt ihr euer Wasser. So. Was wollte ich noch sagen? Ach ja, wir wollten um die Steuern uns kümmern. Das heißt, wir können Gebiete unterschiedlich besteuern. Wir gucken mal kurz an, was das damit zu tun hat. Ups, es geht sofort weg. Das ist ja auch blöd. Kann ich das in den Vordergrund holen? Ah, wenigstens das. Also, ich kann Steuern, Budgets und Darlehen verwalten. Der Großteil meiner städtischen Einnahmen stammt aus Steuergeldern. Die Steuereinnahmen basieren auf der Größe und der Stufe der Gebäude in jedem Gebiet. Hohe Besteuerung kann die Bürger aber unzufrieden stimmen und sie zum Umziehen anregen. Ein größeres Budget für eine Dienstleistung bedeutet, dass die Einrichtungen effizienter arbeiten, aber auch, dass ihre Beibehaltung teurer wird. Also ich kann zum Beispiel den Wasserwerken mehr Geld zuweisen. Das heißt, sie werden ein bisschen mehr Wasser produzieren, als sie es eigentlich machen. Man kann auch Darlehen aufnehmen von verschiedenen Banken. Die Darlehensgröße und die damit verbundenen Zinsen unterscheiden sich von Bank zu Bank, können aber gleichzeitig nur eine begrenzte Anzahl an Darlehen aufnehmen wahrscheinlich. Hier fehlt wieder der Tooltip. Die Sache ist also die, wenn ich jetzt solche Wohngebiete stärker besteuere, mal gucken, man müsste ja eigentlich direkt, ach, unten die Einnahmen sind genau, 1100, wenn ich sie stärker besteuere, bekomme ich mehr Geld. Aber es gibt, die Leute sind auch ein bisschen unzufriedener, weil sie natürlich mehr Steuern bezahlen müssen, deswegen ziehen sie weg. Aber wenn ich jetzt einen hohen Bedarf an Wohngebieten habe, also es wollen mehr Leute in der Stadt wohnen, als gerade Wohngebiete da sind, dann kann ich sie auch ein bisschen besteuern. Ne? Mein Gott, wir brauchen ja das Geld. Die Stadt baut sich nicht von alleine, Jungs. Und dann wird das schon funktionieren. So, von allem ein wenig Bedarf. Gucken uns nochmal die Aufteilung an. Hier hinten ist eh Müll City. Warum haben die denn kein Wasser? Ach, guck an. Ich baue einfach mal noch eine zweite Leitung hier hoch. Dann ist die genau. Können wir gleich mal hier komplett bis zum Ende ziehen. Obwohl, dann gebe ich ganz schön viel Geld aus. Wollen wir es nicht übertreiben. Erstmal bis hierhin. Das ist natürlich ein bisschen ineffizient, weil das hier sich überlappt.
Aber kann man manchmal nichts dran machen. So, dann werde ich mal hier eine normale Straße wieder bauen. Die genau bis daran reicht. Das ist ja praktisch sensationell. Jetzt fällt der Strom wieder kurz aus. Also, das muss ich irgendwie nochmal anders machen. Jedes Mal fällt der Strom dann kurz aus. Weil das so blöd gebaut ist. So, hier. Mal hier so rüber. So. Alles aber nur so hingeschustert, weil die immer so blöd abgerissen werden gleich wieder. Das müsste die Reichweite ein bisschen größer sein. Na, wurscht. Wir wollen jetzt hier noch ein bisschen... Ah! Schon den nächsten Meilenstein erreicht. Man kommt ja zu nichts hier. Der nächste Meilenstein. Was ist der nächste Meilenstein? Meilenstein 2 haben wir erreicht. Wir haben ein größeres Gebiet. Wir haben neue Stadtviertel. Wir haben vorhin ja schon mal angesprochen. Richtlinien, mehr Darlehen. Wir haben Feuerwehr und Polizei. Einzigartige Gebäude. Wir haben Forstwirtschaft. Wir haben Landwirtschaft. Wir haben... Da blickt da keiner mehr durch. Und was ist Meilenstein 3? Dekorationen, noch mehr einzigartige Gebäude. Wir können neue Richtlinien in bestimmten Stadtvierteln erlassen, zum Beispiel was wie Haustierverbot, Rauchverbot. Wir können Parks eröffnen und wir können eine Oberschule machen. Okay. Das ist ja schon wieder, da blickt ja kaum jemand durch. Naja. Ich würde sagen, ich mache eine kurze Pause. Das passt wieder, ist ungefähr wieder 15, 20 Minuten. Wie gesagt, nur eine kurze Pause, nicht so lang. Ein, zwei Minuten. Auf Twitch geht es dann ein, zwei Minuten weiter, auf YouTube dann in der nächsten Folge. Wir sehen uns, bis gleich.